Trink mal jetzt einen Kaffee, trink ihn. Schlürft den zweiten. Oh, das ist die dritte Tasse. Lecker Schmecker schmeckt der. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem Buy First Guy. Ja, Freunde, wir haben heute das allererste Buy First Guy am Start und das mit Dries Mertens. Er kostet sage und schreibe 600.000 Münzen. Wir haben dazu noch einen Icon rangeholt, einen Innenverteidiger rangeholt und natürlich noch einen Aufnahmepartner. Und es ist Wakes, der wärmt schon mal seine Hände auf hier, weil das wird heute schwitzig. Man muss schon ein bisschen warm werden. Was geht ab? What's poppin'? Ist angesagt, Junge. Heute wieder auf dem maximalen Cringe-Level mit dem Swagboy Wakes. Junge, Mann, Cringe ist angesagt hier. Ja, ich habe, glaube ich, schon alles erzählt, wie wir es machen. Wir brauchen halt jetzt noch 8 Spieler in unserem Team. Die, würde ich sagen, buyen wir uns jetzt bei der First Guy zusammen. Ja, Freunde, wir haben natürlich auch beim Wakes was aufgenommen. Das Video könnt ihr gerne später abchecken. Lasst einen Daumen nach oben da. Und dann starten wir mal rein, wa? Wir können auf die erste Position gerne gehen. Ich klicke drauf, wir machen ganz normal, Maximalpreis gibt es nicht. Es gibt aber einen Sofortkauf. Mindest-Sofortkaufpreis von 10.250. Okay, 3, 2, 1, go! Uiuiui. Oh. Uiuiui. Also, ich weiß nicht, was das soll. Au. Warum kommt hier einer, der ist weniger wert? Das macht gar keinen Sinn. Hä? Was hast du denn gemacht? Mindest-Sofortkaufpreis 10.250, Bro. Boah, krank. Hamzik hat einfach eine Price-Range bis 37k. Okay, gut. Dann nimm du mal die 8. Die 8. Was ist denn die 8? 5, 6, 7, 8. Okay. Dann nimm du mal bitte die 7 für Christian. Dann kriegst du direkt mal in deinen Verein reingeknallt. Die 7 ist krass. Ist eine Special Card. Kostet auch einiges. Bei mir auch eine Special Card. Okay, also Mindest-Sofortkaufpreis hatte ich eben auch. Aber der Hamzik hat einfach nur eine krasse Price-Range. Ja, okay. 3, 2, 1. Go. Nein, die Olga. Ups. Ui, oh. Feinies habe ich hier. Boah, ich habe noch einen Rule-Breaker. Wenn du mir den gibst, ne, vorbei. Es ist krass teuer bei mir gerade auf der Seite. Sag mal an. Okay, weil es so teuer ist, dann nimm dir einfach mal machen. Erlösen wir dich vom Schmerz, ja? Wir nehmen die 1. Was? Jo. Was, Budi? Was? Okay. Gut, dann würde ich sagen, Chemie läuft. Geh du mal mit der 5. Oh my goodness. Das ist dieses ganz andere Thema, was gerade in unserem Land los ist. Man sagt, ach, du hast Corona, oder? Ja, ja, nur denjenigen habe ich gerade bekommen. Max, ja, wenn wir das Video aufgenommen haben, habe ich meinen Test wahrscheinlich auch hinter mir. Ja. Dann kann ich euch auch sagen, ob ich Corona habe. Okay, nächste Position. Suchen wir. Und du sagst mir als erstes, was ich hier bekomme. Okay, wenn du mir den einen gibst, den habe ich schon, den kann ich nicht nehmen. Dann nimm mal die 10. Oh, ein Feini ist das wieder. Ich sag's dir, wie es ist. Oha. Ey, das ist unnormal teuer, Mann. Bei mir linkt nur ein Spieler mit meinem Stürmer, aber sonst linken auch noch ein paar andere Spieler. So, du willst bestimmt, dass ich dir auch die 10 gebe. Mach ich nicht. Ich gebe dir nämlich die 9. Yo, nice. Okay, der linkt auch wieder. Ist ein guter Spieler, ist auch gar nicht zu teuer. Gut, also, bei mir sieht das Team sehr nice aus. Ich brauche jetzt noch die Außenposition und den Torwart. Der Torwart ist das Wichtigste am Ende, glaube ich. Weil da brauche ich ein bisschen Chemistry. Tree. Boah, was? Oh, der eine. Gib mir meine Nummer, bitte. Ich brauche sie jetzt. Dann nimm die 2. Nein, auf der 5 wäre ein Alisson gewesen. Der hätte so gut reingepasst, aber nein. Ah, das heißt, du hast Safe Gomez in die Innenverteidigung gepackt. Nee, oder ich bin ein bisschen lascher gegangen, Bro, bei der Innenverteidigung. Ich wollte nicht cheaten. Nicht so wie du. Ja, ja. Ich dachte, ich bin mal fair heute. Ich finde es auch schade von dir, dass du heute nicht fair bist. Ja. Dann gib mal eine Nummer. Die 3. Nehmen wir mit, aber bisher... Ah, linkt nicht so nice. Aber es hätte eh, glaube ich, gar keiner gelinkt, von daher. Gut, dann fehlen noch 4 Spieler. Ich würde sagen, wir gehen weiter auf die nächste Position. So. Was geht denn hier ab? Ist krass teuer, ne? Was? Bro, was geht hier ab, Alter? Ich glaube, du hast das gleiche wie ich gesucht. Ja, dann lass mal fixen und kauf mal die 5. Jo, dann hast du mir nicht den OTW gegeben, sondern einen anderen. Und du kriegst dann die 4. Egal, welche Nummer du mir gegeben hättest, es wäre alles der gleiche Spieler gewesen. Wer ist es? Es ist Castagna. Castagna. Ah, no. Ah, nee, deswegen war es so. Du musst nochmal eine Nummer sagen. Ich hatte aus Versehen das eingestellt. Warte mal, bin ich jetzt richtig? Ich sag doch, der schummelt, Leute. So ein Ding ist das. Oh, du musst nochmal machen. Junge, was machst du denn da? 10.250, jetzt. Du warst jetzt so lange, bis ich dir den besten Spieler gebe, ne? Ja, normal. Dann halt die 6. Komm, mach. Pack rein. Oh, Serge Gnabry.
Okay, ganz wichtig jetzt. Ganz, ganz wichtig. Ich stelle jetzt alles auch vernünftig ein. Ich habe alles eingestellt. Liga natürlich die, die ich brauche. Und go! Oh, no! Oh, das ist ein Feind. Oh bitte, God. Bitte, Steph. Ich gebe dir jetzt erst. Ich will es danach erst wissen. Okay, warte mal. Du brauchst eine Position. Sollen wir sagen oben, unten? Wenn du willst, sage ich, nimm unten. Oder oben, wenn du sagst, was nein, du willst. Nein, ist mir egal. Das wird noch random machen. Das machen wir jetzt diesmal noch oha, random. Aha, dann nimm die 1. Nein! Wollen wir oben unten sagen? Verpiss dich, Mann! Oh Mann, Alter, dann kriegst du die 9. Ah, was? Meinst du die 8? Nee, eine Hand wäscht die andere. Du gibst mir die 1, ich gebe dir die 9. Egal, ich brauche keine Chemie, ich habe Chemie. Let's go, next Position. Bei mir ist es die linke Verteidigungsposition. Lass mich noch kurz 10.000 einstellen, dann können wir suchen. 3, 2, 1, go. Gut, nimm 10. Okay, dann gucke ich mal, wen ich dir gebe. Bei dir ist bestimmt, 40%. Bei dir ist bestimmt 40%. Auf der 1 nichts Gutes, oder? Let's go, ja. Nein, brauchst du Angelino? Passt rein, Mann. Full Canvas. Brauchtest du Angelino, oder was? Nein, ich habe keinen Angelino. Ich habe Chilwell bekommen und der Link was? Ist perfekt. Du hast dich voll gespoilt, dass du die Linksverteidigerposition suchst, weil ich die auch hatte. Deswegen dachte ich, dass jetzt Angelino, weil wir gleichzeitig 5 Sekunden vor dir gesucht. So, Freunde, letzte Position. Finale. Ja? Finale, let's go. Finale. Gib bitte. Dann nimm mal die 9. Die 9? Ja. Okay. Bin ich mit Tempo unterwegs hier heute? Mit Tempo? 54 Tempo. Nice. Hast du wenigstens einen Link? Oh nein. Nimm du die 7 nochmal zum Abschluss. Die erste war die 7 und die letzte Position auch. Ah, der Link gar nicht. Den habe ich aber. Habe ich den? Nee. Doch. Warte mal. Hör mal. Ja, das sollte schon in Ordnung sein. Okay, Team stehen, wir schicken uns jetzt ein Bild, weil wir können ja immer noch nicht leider das gegnerische Team sehen. 3, 2, 1. Go! Oh, Van Dijk und Joe Gomez! Chemie was? Passt ja sogar bei dir. Was geht ab? Du hast 75 Chemie, ich habe nur 70. Okay, gut, dann let's go, gehen wir rein. Oha. Und da ist er drinne. Und da werden wir erste Chance, erster Treffer. 1, 2, 3. Er ist so ein Schwitzer. Kleiner Schwitzer, Alter. Hast du irgendwas eingestellt? Anweisungen? Hey, ich hasse diesen Blocken dieses Jahr. Was hat denn jetzt Bergwein? Oh mein Gott, Bergwein! Aber der Ball ist noch heiß. Ich kann gut verteidigen, glaube ich. Mittlerweile. Let's go. Oh! Was war denn das jetzt für ein Pass? Der muss ziehen. Aus der Hölle, oh Junge! Oh Mann, Watschlick, Alter! Bist du eigentlich nur da, um zu stehen, zum Mix machen? Lecker schmeckt der. Boah, Digga, diese 30 Spieler haben sich ausgezahlt. Wie viel Platz? Wieso hast du so viel Platz, Mann? Die 30 Spieler haben sich ausgezahlt. Das macht gar keinen Sinn. Die 30 Spieler haben sich so ausgezahlt, die Donnerstag. Ich check's nicht, Mann! Du stehst die ganze Zeit hinten drin, dann geht da ein Ball einmal nach vorne und dann stehen da keine Spieler. Was, Bruder? Hör doch mal auf, mich zu lachen. Und jetzt, was steht da einer? Mann, das kann nicht wahr sein. Wir haben gleich viele Chancen, aber ich krieg keinen Ding rein. Nein! Guck mal da unten! Bleib außen jetzt! Spiel! Oh, schöner Pass. Oh mein Gott, was mache ich denn? Das war der falsche, den wollte ich nicht anspielen. Jawohl. Jetzt aber. Mann, ich bin so schlecht. Nimm den Ball doch an, du Holzkopf. Echt, Alter, wie er läuft. Ja, du hast Teampressing. Jetzt aber, komm. Teampressing ist so unfair. Jetzt aber. Let's go, es geht doch. Schmerzenswesen weg. Trink mal jetzt einen Kaffee, trink ihn. Der Ball ist heiß. Jetzt. Mann, wieso kann man immer abblocken? Ja. Ah, das war bitter. Oh, jetzt mal hier ein bisschen ruhiger spielen, ey. Ich merk schon. Bitte. Let's go. Was geht ab? Wakes schlürft in zweiten. Ach, Gomez, Junge, geh mal. Guck mal, der schickt den jetzt. Ja. Oh mein Gott, Mertens Dreierpack! Oh, ich bin weg! Oh, das ist die dritte Tasse. Wieso kriegst du jeden Ball wieder? Erzähl mal kurz! Ach, Wakes.
Oh, jetzt rollt der Zug. Ey, weißt du, was ich meine? Du sagst erst halt zu deinem Mittelfeld war offen. Guck mal, wie offen mein Mittelfeld ist, ne? Das ist heftig. Was hier passiert? Ja, und da ist voll viel Platz. Schieß doch mal, warum schießt der 3 Jahre später? Ihr schießt in der Luft. Nein. Komm bitte. Hab den Ball. Alter. Oh mein Gott, was für Glück, das war. Das kann doch mal klappen. Nein. Oh mein Gott. Nein. So gut. Verlängerung. So gut. Oh mein, was ein Comeback aus der Hölle. Bro, was ist das denn für eine Statistik? Du bist so ein Lappen, das ist unglaublich. Nichts. Boah, was? Ich weiß nicht, wo ich hinspielen soll. Da unten ist Platz. Einmal abseits. Nein. Ja, bitte. Ich hab so gemacht. Mann, wie kann man so schlecht schießen? Jesus, Alter. Ja, jetzt aber. Oh mein Gott, Bro, da geht fast rein, Alter. Was machst du? Das ist lächerlich. Wieso pfeift er nicht ab, bitte? Ja. Wenn du den nicht reinschneidest, ich hasse dich. Junge. Wieso macht er den nicht aufs Tor? Die Eier sind am Flattern. Sei ein Widerlein des Eierflattern. Falsche Ecke. Ja! Du kleiner Hund, Mann. Aber Elfer schießen kann man nur einen Discard bekommen, oder? Egal wie es ausgeht, oder? Ja. Hey Mann, die ganze Zeit falsche Ecke! Oh mein Gott, Bro, du spielst mit dem Feuer. Ja, super. Yo! Dann hab ich die Ecke und dann geht der perfekt rein. Ey, das kann nicht wahr sein, Mann. Ja, Killer Waves. Und wenn er den jetzt macht, dann war's das. Ich zitter. Bitte. Oh, der war grün sogar. Komm. Ich bin noch drin. Oh mein Gott. Ich bin noch drin. Jetzt halten. Du bist nervös. Ich weiß, ich schieß drüber. Schieß einfach drüber. Ja, da ist das Ding, Digga. GG. Aber ich hab Bro, die ganze was hast Zeit du mit die falsche Ecke genommen. Mit in der zweiten Fast Halbzeit und Verlängerung und so. Zu viel. Krank. Krankes Game. Okay, du darfst. Echt? Ja, Mann, Bro, bei mir teuer. Also Gattuso 500k knapp. Mertens 600-700k. Bro, dann habe ich einen Van Dijk, der, keine Ahnung, kostet auch 500k. Gomez 100k. Mhm. Was geht ab? Sind wir beim Ende von FIFA angelangt, oder was? Ich sag dir ehrlich, das ist ein Team. Bei diesem Buy for Sky, schmeckt schon. So, das Schlimme ist, ich hab einfach das Elfmeterschießen verloren. Ja, das tut schon bitter, ne? Das ist schon sehr, sehr bitter. Aber was soll man dazu sagen? Verloren ist verloren. Das heißt, Discard ist Discard. Und ich hab Bock, glaube ich, in die Death zu gehen. In die Death. Death oder Striker? Ach, der sagt eh nichts. Ich würde sagen, als ob ich jetzt was sage, du Spasti. Nimm Stürmer, nimm Mittelfeld, nimm Verteidiger, nimm Torwart. Ich würde sagen, ich nehme deinen linken Verteidiger. Oh mein Gott. Warum? Mein Herz ist gerade wirklich stehen. Linker Innenverteidiger hätte ich eigentlich sagen sollen, oder? Ja! Was war? Oder linkes Mittelfeld! Nein, was war da? Also linkes Mittelfeld war Mertens. Linker Stürmer war Chilwell. Linker Innenverteidiger war Van Dijk. Ich hatte im Tor hatte ich übrigens Gomez, 100k auch geschmeckt. Und rechts ZM war Gattuso und links triffst du Bergwijn, kostet 3k. Nein. Was er überhaupt hier macht beim Buy for Sky, was 10k aber kostet. Aber mit der linken Seite war ich gut, ne? Ich sag dir ehrlich. Van Dijk wäre ganz böse gewesen und Mertens wäre halt auch böse gewesen. Ja. Also ich bin gerade wirklich sehr happy. Das war wirklich eine krasse Aufnahme mit der Verlängerung und zweite Hälfte. Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da war eine geile Aufnahme. Wir haben bei Wax auch was aufgenommen. Das kam vielleicht sogar schon gestern. Checkt es auf jeden Fall ab, ihr gehört das letzte Wort. Ja, man hat auf jeden Fall Bock gemacht, auch wenn ich in der zweiten Halbzeit auseinandergenommen wurde. Erste Halbzeit habe ich gut gespielt. Nehme ich mit, wir sehen uns. Peace out. Ciao.